Und zwar ist es ein Kräuterseitling, also ich habe Holzspäne drin, da habe ich den Pilz da reingeimpft und dann musste ich hoffen, weil ich hier leider nicht steril arbeiten kann, dass der Pilz sich durchsetzt und das Ganze nicht verschimmelt. Und dann ist das Ganze durchgewachsen mit diesem Pilzgeflecht und diese Käfer legen ihre Eier normalerweise in weißfaules Holz, was sehr weich ist. Und das ist quasi ein Ersatz dafür. Hier, da hat sich jetzt sozusagen das Weibchen lang gegraben. Also überall hier, also hier ist er reingegangen, kann man sehen. Und dann hier ist so ein Tunnel. Und da, legt sie jetzt ihre Eier rein. Und dann den können wir jetzt hier, der wird doch bestimmt, wenn ich ihn jetzt hier auspacke. Ich weiß nicht, wie weit der jetzt schon ist. Ja. Ja. Und das ist jetzt Euryzella Horny Money. Sieht man halt auch sehr schön, dass die so ein bisschen variieren, ne? Also mal mehr grün, mal mehr rot. Das ist trotzdem dieselbe Art. Ja, also die gleiche Unterart sogar. Es gibt dann noch andere Unterarten. Was das nicht weiß.